Full Face Naturkosmetik. Was taugt die Marke Lavera Naturkosmetik? Finden wir es heute gemeinsam in diesem Video raus. Mein Name ist Ginkgoman. Ich liebe, liebe, liebe Naturkosmetik. Und ich würde sagen, bevor ich noch länger quatsche, let's go! Ich würde sagen, wir fangen an mit einer meiner Lieblingsfoundations, und zwar der Lavera Naturkosmetik Hyaluron Liquid Foundation. Diese habe ich in der Farbe Warm Nude 03. Ich habe auch ein ganzes gesondertes Video zu dieser Foundation gedreht. Das verlinke ich euch einmal hier oben. Ich gebe mir jetzt einfach zwei Pumpstöße auf meine Mischplatte. Die Foundation... ich kann schon wieder nicht mehr reden. Die Foundation ist mir ein bisschen zu hell, aber ja, ist in Ordnung. Ich bin halt einfach zu geizig, mir die dunkle Farbe noch nachzukaufen. Das trage ich jetzt im Übrigen mit meinem EcoTools Beauty Schwamm auf. Und während ich das auftrage, kann ich euch ja gerade mal erzählen, was ich als Primer verwendet habe. Und zwar habe ich da die CMD Naturkosmetik Rügener Kreide Gesichtscreme verwendet. Dadurch, dass Lavera selbst eben leider kein Primer im Standardsortiment hat. Die CMD Gesichtscreme eignet sich aber perfekt als Primer und eben auch als Tagespflege. Und nein, Leute, keine Sorge, ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich jetzt über dieses Produkt spreche. Und ja, ich habe einen Code mit CMD, sprich ihr kriegt 20% Rabatt mit diesem Code, den ich euch hier und einmal in der Infobox einblende, auf fast alle Produkte von CMD, welche genau verlinke ich, also schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox. Aber ich verdiene nichts an diesem Code, also das ist kein Affiliate-Code, das ist einfach nur ein kleines Geschenk von CMD und mir an euch. Und ich finde das so krass, dass wir als Community, also obwohl wir noch so klein sind, also ich meine, 520 Menschen sind jetzt nicht wenig, aber jetzt auch nicht so big, big viel. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, ich finde es einfach richtig krass, dass wir trotz dessen, dass wir eben so klein sind, einfach schon Codes haben. Ich meine, wie krass ist das? Also auch vielen Dank an euch, an euren, ja, Support dieses Jahr. Also generell danke an alle lieben Kommentare, die ich bekommen habe, für all die Likes, mit denen ihr mich und meine Videos supportet habt, dafür, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann macht das auf jeden Fall. Ich fand, 2022 war wirklich ein sehr erfolgreiches Jahr, was YouTube angeht. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, dass wir die 1000 noch dieses Jahr knacken. Aber na gut, dann schaffen wir das eben 2023. Aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, 20% Rabatt mit meinem Code auf fast alle CMD Naturkosmetikprodukte. Schaut gerne vorbei, der Code ist nur noch bis Silvester gültig. Wie gesagt, ich verdiene nichts daran, aber wenn ihr CMD eh schon mögt und kennt und liebt, dann ja, greift gerne zu. Aber ja. Wie ihr seht, ich liebe diese Foundation. Sie hat eine, ja, leichte bis mittlere Deckkraft. Von mir aus könnte sie gerne höher sein, weil ich habe eben schon starke Aknemade und, ja, Rötungen. Aber ich finde trotzdem, das ist eine solide Foundation. Ich kann definitiv damit arbeiten. Ich gebe sie mir übrigens auch über die untere Augenpartie, denn ich werde den Lavera Concealer auf gar keinen Fall verwenden. Ich finde den so furchtbar, diesen Q10 Concealer. Also das ist, also das klang jetzt echt ziemlich hart, tut mir leid an Lavera, also ist nicht böse gemeint, aber der funktioniert einfach überhaupt nicht bei mir. Aber das ist halb so schlimm, denn diese Foundation eignet sich auch gut, um die untere Augenpartie leicht abzudecken. So, das ist die Foundation einmal auf dem ganzen Gesicht aufgetragen. Sie ist sehr, sehr glowy, also das muss man schon sagen und vielleicht auch mögen. Wobei müssen tun wir eigentlich gar nichts, denn ich habe ein loses Puder von Lavera mitgenommen. Und zwar das Invisible Finish Loose Powder. Ach, im Übrigen, wer von euch hat mein letztes Full Face Lavera gesehen? Das verlinke ich euch auch einmal hier oben. Ihr wisst, ich habe da Lavera echt ein bisschen kritisiert. Ich will jetzt nicht so tief in die Materie einsteigen, aber schaut euch gerne das eine andere Video an, dann wisst ihr, worum es geht. Aber auf jeden Fall war Lavera so lieb, mir ein Trostpaket zu schicken. Also ich habe hier ganz viele Produkte gratis zur Verfügung gestellt bekommen, aber als Kunde, nicht als Influencer, nur um das klarzustellen. Ich werde hier auch nicht bezahlt, das ist alles einfach nur ein ganz normales Video, meine Meinung, meine Erfahrungen. Aber ja, da waren halt einfach Produkte drin, die bei meiner Lieferung kaputt ankamen. Sprich, diese wurden mir ersetzt. Und ja, da waren noch einige weitere Produkte drin. Zum Beispiel die Multibalms und ein Blush, der leider nicht vegan war, den ich meiner Nachbarin geschenkt habe. Und ich habe euch auch schon ein paar Sachen davon geschickt. Aber ich wollte halt einfach nochmal in diesem Video Dankeschön an Lavera sagen. Also ich habe hier noch so ein kleines Kärtchen bekommen. Hier steht vorne eine kleine Freude für dich drauf. Und hinten, lieber Ginkgoman, wir wünschen dir viel Freude mit unseren Produkten und weiterhin alles Gute. Auch für deinen YouTube-Channel, Smiley. Natürlich schöne Grüße, dein Lavera-Team. Und das ist auch handgeschrieben, also vielen, vielen Dank. Ich war wirklich
So glücklich, ich war sprachlos. Also ich war wirklich mehr als sprachlos. Und die Produkte kamen auch wirklich alle heile an. Die waren alle sehr, sehr gut und ordentlich verpackt. Also Respekt an dieser Stelle an Lavera, dass ihr ja Kritik nicht in den falschen Hals bekommen habt, kriegt. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich kann es nicht mit deutschen Sprichwörtern. Naja, auf jeden Fall hat Lavera das nicht. Die waren ja überaus erwachsen, überaus. Ja, so wie man als Firma sein sollte, meiner Meinung nach. Aber natürlich brauche ich nicht doppelt alle Produkte, die ich ja jetzt schon bestellt habe. Daher werde ich die restlichen Produkte, die ich noch nicht an euch geschickt habe, euch schicken. Also schau jetzt genau in diesem Moment auf Instagram nach. Ich heiße @ginkoman. Denn falls du mich abonniert hast, dann genau in diesem Moment jetzt eine DM von mir haben, also eine Direktnachricht, in der ich dich frage, ob du diese Produkte haben möchtest. Ach, im Übrigen hat Lavera mir noch netterweise die Caramel Lip Scrub and Mask geschickt. Und diese hier, Leute, liebe ich so sehr. Also, ja, ich kann einfach nicht aufhören, darüber zu sprechen. Ich habe mich echt riesig darüber gefreut, denn ich hatte die tatsächlich nicht bestellt, weil, ja, mir hat das Geld einfach gefehlt, bin ich ehrlich mit euch. Aber in diesem Trostpaket war die halt drin und die ist mit Bio-Rohrzucker und Bio-Avocadoöl und ich liebe einfach den Duft davon, den Geschmack, auch wenn man es natürlich nicht essen sollte. Und das Feeling und die Lippen sind einfach danach so angenehm, also. Ja, ich kann das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Schmeckt und riecht super gut. Aber okay, wir machen jetzt endlich weiter mit dem Produkt, dem Puder. Ich werde dieses Powder Puff Dingens nicht verwenden. Also ich bin überhaupt kein Fan von denen. Ich werde mir jetzt einfach ein kleines bisschen auf meine Mischplatte geben, da wo noch keine Foundation drauf ist. Und das Ganze dann mit demselben Schwamm, mit dem ich meine Foundation aufgetragen habe, aufnehmen. Gott, irgendwie ist mein Stativ schon wieder so hoch. Okay, ich muss das mal kurz runterstellen. Naja, auf jeden Fall nehme ich jetzt, wie gesagt, meinen ja, Beauty-Schwamm und ich gehe wirklich ordentlich ins Produkt rein. So, ihr könnt sehen, Beauty-Schwamm ist ordentlich bedeckt. Und ja, wir baken jetzt einfach. Wow. Okay. Wow. Oha. Wow, okay. Das nenne ich weich gezeichnet. Das nenne ich weich gezeichnet. Oh mein Gott. Krass. Krass. Okay, damit habe ich halt nicht gerechnet. Okay, wow. Leute, das müsst ihr euch vom Nahen anschauen. Seht ihr das? Ungesättet. Gesättet. Boah, hier nochmal der direkte Vergleich. Seht ihr, wie viel kleiner meine Poren auf dieser Seite erscheinen? Wow. What? Also das ist wirklich wie ein Filter gerade. Und vor allem, es hat auch gar nicht so einen krassen Whitecast, wie ich gedacht hätte. Also so einen weißen Schleier. Okay, ich trage das Ganze mal auf der anderen Seite noch auf. Okay, wow. Meine Poren sind halt einfach weg. Meine Porn left the chat. Wie weich gezeichnet ist bitte mein Gesicht? Also, ich habe einfach gar keine Poren mehr. What? Oh mein Gott, wie geil wäre das, wenn die Foundation jetzt auch noch Full Coverage wäre? Boah. Okay, Leute, ich glaube, das ist wirklich ein Smash-Hit. Also, ich habe ein richtig gutes Gefühl bei diesem Puder. Ich trage das jetzt mal über mein ganzes Gesicht auf. Ich werde nicht so viel Puder nehmen wie ganz am Anfang jetzt unter den Augen, sondern ein ganz kleines bisschen. Okay, Thoughts. Ich glaube, das hat so ein kleines bisschen die Deckkraft weggenommen. Kann das sein? Also, ich finde hier zum Beispiel dieser ganz furchtbare, ekelhafte, hässliche Pickel. Sorry, so viel zum Thema Selbstliebe. Ja, ist halt absolut nicht abgedeckt gerade. Und diese Pickel hier auch nicht. Also, ich weiß nicht, auf der Stirn ist es auch ziemlich wild geworden. Hallo, fokussiere doch. Also, ich muss sagen, der Effekt des Puders ist geil. Meine Poren sind halt wirklich komplett weg. Also, die sind halt einfach weg. Ich habe euch ja nah rangezoomt. Aber ja, die Deckkraft sollte halt trotzdem bleiben, ne? Ja, finde ich nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Ich muss das mal in Kombination mit meiner Lieblingsfoundation, der BIMES Foundation. Übrigens habe ich auch ein Full-Face-BIMES-Video gedreht. Falls ihr die Marke nicht kennt, Leute, ihr habt was verpasst. Video verlinke ich euch einmal hier oben. Oder meiner Altera Anti-Age Foundation. Die zwei Foundations liebe ich absolut. Ich teste das Puder irgendwann demnächst mit den Foundations nochmal, versprochen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Lavera Satin Compact Powder.
Diesmal in der Farbe Tant 03. Im letzten Full Face Lavera hatte ich nämlich 02. Das war mir wesentlich zu hell. Das schaut schon deutlich besser aus. Vielleicht können wir hiermit auch noch die Deckkraft ein kleines bisschen erhöhen. Ich nehme hierfür jetzt einmal meinen Beauty Python Kabuki Brush. Den hat mir die liebe Nadja kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Ich verlinke euch den Pinsel einmal unten in der Infobox. Und ja, gehe einmal ins Produkt rein. Hat ganz normal Kickback. Also nicht extrem. So, ich habe das Produkt jetzt ein kleines bisschen in den Pinsel eingeklopft. Und ja, wir setten mal mein restliches Gesicht. Oh, okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu orange, oder? Oh, ja. Okay, also die Deckkraft hat es jetzt nicht wirklich erhöht. Vielleicht so ein ganz, ganz kleines bisschen. Aber ja, es hat mein Gesicht echt eingefärbt, muss ich sagen. Ich meine, ist ja auch normal, ist ein getöntes Puder, aber ist schon ein bisschen zu orangestichig, habe ich das Gefühl. Oder was sagt ihr? Ich glaube, in der Kamera kommt das überhaupt nicht rüber. Aber ich muss sagen, das habe ich auch im letzten Full Face Lavera gesagt, wo ich dieses Puder in der helleren Farbe verwendet habe. Dieses Puder ist wirklich der Hammer. Also das ist richtig, richtig gut. Das macht wirklich einen guten Job. Also ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das hat überhaupt nicht irgendwie mein Face cakey oder trocken oder whatever gemacht. Also das Puder ist gut, aber ich trage es lieber mal auf dem ganzen Gesicht auf und dann schauen wir weiter. Okay, ich nehme alles zurück. Das hat die Deckkraft wesentlich erhöht, muss ich schon sagen. Also ich finde, im Vergleich zu meinem Gesicht vorhin ist das jetzt definitiv abgedeckter, oder? Also ich meine, der Pickel hier oder hier an dem am Kinn zum Beispiel. Ja, doch, das gefällt mir. Das ist gut. Also die Farbe ist jetzt nicht so ein ganz perfekter Match, aber ich meine, ich muss auch sagen, ich habe heute keine Foundation auf meinem Hals aufgetragen. Übrigens verlinke ich euch alle Produkte in der Infobox. So, wir machen weiter mit Blush. Und da habe ich mir einmal mitgenommen den Lavera Naturkosmetik, was denn sonst? Velvet Blush Powder in der Farbe Cashmere Brown. Da müsst ihr echt aufpassen, es gibt drei Farben insgesamt. Es ist nur leider dieser hier vegan. Die anderen zwei eben nicht. Wie gesagt, den einen verschenke ich an euch. An jemanden, den es halt nicht stört, weil mich persönlich stört es schon. Aber ja, das ist so ein, wie der Name schon sagt, so ein bräunlicher Blush mit so, ja, goldenen Glitzerreflexen oder eher Schimmer. Ich gehe da jetzt einmal mit diesem Bambus Blushpinsel rein. Oh mein Gott, Leute, wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Ich klopfe mir das Ganze einmal ab. So, ich bin richtig gespannt. 3, 2, 1. Oh, okay. Pigmented, pigmented, pigmented. Okay, Alarm, Alarm, Stufe rot. Ah! Okay, oh, okay, der. Das ist auf jeden Fall sehr. Wir haben hier Bronzer vergessen. Okay, egal. Bronzer machen wir gleich, aber das ist auf jeden Fall intens. Der Glitzer ist auch intens. Oh Gott, Leute, je mehr ich versuche, das auszublenden, desto intensiver wird es. Wisst ihr was? Wir machen einfach einen Look ohne Bronzer, weil ich habe eh keinen neuen. Den Bronzer von Lavera habe ich schon im letzten Full Face Lavera gezeigt. Ich verwende das jetzt einfach. Ja, quasi als Bronzer und Blush zugleich. Oh, ich weiß nicht, was ich über diesen Blush denken soll. Irgendwie ist das nicht so ganz mein Favorit. Vielleicht habe ich es auch einfach nur zu extrem aufgetragen, aber ich habe halt wirklich nicht mit so viel Pigment gerechnet. Okay, ich muss tatsächlich sagen, der ist mir zu glitzerig. Also, das ist mir einfach zu viel Disco-Kugel. Ich glaube, man kann das richtig gut in der Kamera erkennen. Oh, ich liebe es, dass meine Kamera 4K hat. Ja, also ich glaube, man kann das wirklich gut erkennen, wie das halt einfach komplett glitzert. Ja, ist nicht so mein Favorit, ehrlich gesagt. Die Farbe ist mir halt auch ein kleines bisschen zu dunkel. Aber okay, ich gehe jetzt mit einer leichteren Hand ja nochmal ins Produkt rein und versuche das Ganze auf der anderen Seite ein kleines bisschen leichter aufzutragen. Ich bin jetzt wirklich sehr leicht ins Produkt gegangen. Ja, okay. Ist okay, ist okay. Ich will nichts gegen diesen Blush sagen. Ist in Ordnung, nicht mein Favorit, aber ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem Lavera Naturkosmetik Soft Glow Highlighter. Und zwar diesmal in der Farbe Sunrise Glow 01. Letztes Mal hatte ich ja Ethereal Light 02. Und hierfür nehme ich mir jetzt meinen heißgeliebten Fächerpinsel und gehe einmal ins Produkt rein.
Oh, der sieht schon schön aus. Der ist halt, wie der Name sagt, Sunrise Glow, ziemlich golden. Ich klopfe das daher auch ein kleines bisschen ab. Wir tragen das Ganze einmal unangesprüht auf. Und ja, okay, der ist intens. Definitiv. Ja. Wir können sehen, das ist ultra glowy. Ja, so ein kleines bisschen golden, aber nicht zu sehr, meiner Meinung nach. Also ich finde, der hat einen kleinen, leichten, silbrigen Touch. Und gerade jetzt über dem dunkleren Blush, finde ich, geht. Okay, wow, meine Speicherkarte war voll. Wo waren wir stehen geblieben? Auf der anderen Seite. Ja, ich gehe da jetzt auch einmal wirklich ganz leicht rein. Ich werde jetzt extra nicht schneiden, damit ihr das seht. Klopfe das Ganze einmal ab und trage es mir auf der anderen Seite auf. Und Leute, ihr könnt sehen, vorher, nachher. Seht ihr das? So ein richtig schöner, erwachsener Glow. Nicht zu silbrig, nicht zu kühl, nicht zu silbrig hatten wir schon. Glitzerig, sehr nass. Also wirklich sehr, sehr nass. Ein kleines bisschen grob ist er schon, muss ich sagen. Es geht feiner, aber ich finde, das ist total solide. Also, das ist auf jeden Fall wirklich ein schöner Blush-Highlighter. Leute, ihr merkt, ich kann heute mal wieder nicht auf den Punkt kommen. Ich habe mich zuletzt, heute haben wir den 25. Dezember, zuletzt am 16. November geschminkt. Ich bin komplett außer Übung und außer Atem. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein wirklich schöner Highlighter, muss ich sagen. Aber ich liebe auch die Benecos Highlighter, wie ihr wisst. Die sind meiner Meinung nach auch bombastisch. Aber okay, wir machen weiter mit Augen. Und da verwende ich jetzt einmal die beste Lidschattenbasis aus der Naturkosmetik. Und zwar die Lavera Eyeshadow Base. Und die gebe ich mir jetzt wirklich ein ganz kleines bisschen auf meine Lider. Ihr könnt sehen, ihr braucht super wenig. Und ich topfe das Ganze einmal mit meinem Finger ein. Okay, wow, ich musste gerade mein eigenes Video nachschauen, welche Töne ich jetzt auf den Lidern noch nicht benutzt hatte. Und die Töne wären einmal Moonshell 05 und Amber 07. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe heute Lust auf einen richtig simplen Look. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Ton allein mich komplett überzeugen wird. Daher gehe ich jetzt einfach direkt in den Ton Amber 07. Alle anderen Lidschatten habe ich, wie gesagt, im anderen Full Face Lavera getestet, was ich euch vorhin hier oben verlinkt hatte. Ich gehe da jetzt einmal mit einem etwas fester gebundeneren Packing Brush slash Blending Brush rein. Hallo, fokussiert auf! Und zwar dem hier, unangesprüht, klopfe mir das Ganze ein kleines bisschen ab und trage es jetzt wirklich direkt über mein ganzes Lid. Und Leute, oh mein Gott, Leute, habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? Der hat's einfach in sich. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott. Okay, wow. Mit so viel Pigment habe ich dann doch nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Boah, das ist schon krass. Das ist so geil. Ey, Leute. Leute, das ist Naturkosmetik ohne Kompromisse. Also wirklich, Lavera, was habt ihr gemacht? Ihr habt einfach so geile Produkte rausgebracht. Respekt. Leute, zack, das war's schon. Das war's schon. Ich muss da gar nichts machen. Das verblendet sich wie von selbst. Leute, ich glaube, ich hatte noch nie in so kurzer Zeit einen so schönen Lidschattenlook. Das war jetzt so easy peasy, lemon squeezy. Amber 07, Leute, generell die Signature Eyeshadow Colors, whatever, von Lavera. Smash Hit 2022. So blöd, dass mein blödes Videoschneideprogramm ständig irgendwie hakt und hängt und dies, das, weil ja, eigentlich wollte ich ein Full Face 2022 Favoriten-Make-up machen, kann ich jetzt aber auch nicht. Hi, wartet mal, sorry für den schlechten Ton. Editing ging Comment hier. Habt ihr Bock, dass ich das im Januar nachhole? Wenn ja, kommentiert das auf jeden Fall, dann mache ich das. Weil dieses Lavera-Video hier habe ich euch vor irgendwie 2 Monaten versprochen und es konnte halt einfach nicht kommen. Ach Leute, ey, ich sag's euch, ne, das Jahr ist so anders verlaufen, als ich es mir vorgestellt und erhofft habe. Aber ich hoffe einfach, 2023 wird das allerbeste Jahr meines Lebens. Also ich habe so hohe, ja, Erwartungen und so große Hoffnungen. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, wie war dein Jahr? Fandest du 2022 geil oder eher nicht so? Ich meine, ich will mich gar nicht beschweren. Ich habe das Gefühl, jetzt werden wieder alle Leute abschalten, weil ich nicht über Make-up rede, sondern über mich. aber ja, ich will mich nicht beschweren. Dieses Jahr hatte auch richtig geile Sachen, ne? Also ich habe meine ersten PR-Pakete erhalten. Danke übrigens an alle Firmen an dieser Stelle. Ich habe ja, meine ersten Gelder mit YouTube verdient, also nicht
über YouTube, sondern über Firmen, für die ich dann eben Kooperationsvideos gedreht habe, aber halt durch YouTube war mir das überhaupt erst möglich. Ja, also das erste Mal Geld als Selbstständiger, ich habe ja wirklich ein Nebengewerbe für YouTube auch angemeldet. Das erste Geld als Selbstständiger zu verdienen, das war schon ein unfassbar geiles, unglaubliches Gefühl. Also das werde ich definitiv nie im Leben vergessen. Das werde ich meinen Enkelkindern, wenn ich denn jemals welche haben werde, erzählen. Also ja, das Jahr hatte schon wirklich viele geile Sachen, geile Momente. Vor allem auch mit euch, also all die Erfolge, die wir zusammen hatten, jeder neue Abonnent, der dazu kam. Aber es hatte eben auch wirklich sehr viele Schattenseiten, das muss ich eben auch sagen. Ich meine, falls ihr einer meiner letzten Videos gesehen habt, das Get Ready With Me / Live Update, da habe ich euch ja erzählt. Ja, übrigens, was habe ich hier so für einen Punkt auf dem Lied? Seht ihr das? Komisch. Das ist auf jeden Fall kein Lidschatten. Ha, okay. Oh nee, ne? Habe ich jetzt auch einen Pickel dort? Ja, vielleicht wisst ihr es ja. Ich hatte zum Beispiel mein Gehalt nicht bekommen und sowas. Ja, da sind einfach so viele Sachen passiert dieses Jahr. Auch mit Freundschaften lief es nicht so gut. Ja, war schon ein sehr deprimierendes Jahr. Ich will euch hier nichts vormachen. Aber ja, ich hoffe einfach, 2023 wird besser. Ich gehe jetzt übrigens mit so einem Augenbrauenpinsel, den mir übrigens eine Abonnentin geschenkt hat. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Sie hat mir ganz viele Pinsel geschenkt. Danke, Julia, an dieser Stelle. Auch nochmal in Ember 07 klopfen wir das Ganze einmal wieder ab. Trag mir diesen wunderschönen, wunderbaren Ton einmal auch am unteren Wimpernkranz entlang. Und Leute, wie pigmented ist das bitte? Also, oh mein Gott, ich komme halt nicht drauf klar. Das ist wie flüssige Bronze. Warum rolle ich das R heute so komisch? Okay, mein Stativ ist definitiv zu tief gerade. Ich halte das Ganze mal in Ruhe auf und komme dann wieder. Okay, so, das ist der Lidschatten einmal auf beiden Seiten aufgetragen. Sorry übrigens, dass ich euch irgendwie voll mit meinem Leben voll gequatscht habe schon wieder. Aber ja, irgendwie, das ist YouTube. Ich tube. Das ist eben nicht nur ein Review-Channel, sondern auch irgendwie ein öffentliches Tagebuch. Ach, im Übrigen, ratet mal, wer eine Nebenkostennachzahlung von 424 Euro hat. Me. Was ist das bitte für ein geiles Jahresende, Leute? Aber okay, ich gehe jetzt einmal in den Ton. Moonshell 05, toll. Ah, nicht zerbrochen. Und zwar mit diesem Pencil Brush hier, unangesprüht. Ich habe das Produkt aber ein kleines bisschen abgeklopft und wir tragen das Ganze einmal als Inner Corner Highlight auf. Boom! Wartet, ich hole euch mal näher ran und wir gehen ein zweites Mal rein. Ich bin voll außer Atem gerade, weil ich diesen Lidschatten aufgehoben habe. Ja, auf jeden Fall, Leute, gönnt euch das. Zack! Boom! Seht ihr das? Mit, ohne, mit, ohne, Leute. Ich habe nichts weiter dazu zu sagen. So geil. Ey, Leute, Lavera. Lavera, ihr seid einfach der Hammer. Wirklich. Zack, und fertig ist der Look. So, als nächstes nehme ich mir meine Wimpernzange. Ich bin jetzt zu faul, um die zu föhnen. Leute, einfach alles hier ist verstaubt in meinem Studio, weil ich einfach einen ganzen Monat oder sogar anderthalb mich nicht geschminkt habe. Oh mein Gott, das ist einfach so traurig. Aber na gut, ich curle mir jetzt die Lashes. Okay, Wimpern sind nach oben gebogen. Und wir verwenden jetzt einmal die verstaubte Lavera Naturkosmetik Lash to Impress Mascara. Auch diese hier ist vegan. Ich bin ultra gespannt auf das Bürstchen. Wartet. Mh. Die riecht gar nicht so übel. Oh, oha. Oh mein Gott, die riecht so ein bisschen nach Sellerie. Sonst stinken Mascaras hier immer abnormal. Naja, auf jeden Fall, Leute, schaut euch dieses Bürstchen an. OMG. Also ich weiß ja nicht, was ihr von großen Bürstchen haltet, aber ich persönlich habe da immer ein kleines bisschen Schiss vor. Weil, ja, ich glaube, das wird mein komplettes Lid einfärben. Ich gebe mir das Produkt an der Spitze einmal auf meine saubere Serviette hier vorne. Weil sonst verklebt mir das noch viel mehr, die Wimpern. Ja, und wir schauen mal, wie die ist, Leute. Wird sie mich impressen oder wird sie meinen kompletten Lidschatten ruinieren? Hallo, warum fokussiert meine Kamera nicht? Ich glaube, die ist auch außer Übung. Okay, wow, wow, Leute. Oh mein Gott, das ist
eine krasse Mascara. Okay, ich muss sagen, das überzeugt mich gerade wirklich sehr. Okay, also das Bürstchen ist definitiv zu groß. Ich komme nicht schön an den Ansatz ran, aber die macht so einen geilen Job. Ich glaube, das verzeihe ich dir gerade. Ja, so ein ganz kleines bisschen ist sie an meinem Lid, aber es geht. Wow, okay. Okay, wir lassen das jetzt erstmal sacken. Ich finde, für eine Schicht ist das der absolute Wahnsinn, oder? Was sagt ihr, Leute? Habt ihr diese Mascara schon getestet? Wenn nicht, was sagt ihr? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und wenn doch, sagt es mir auch gerne. Okay, ich trage das Ganze mal auf der anderen Seite auf und dann komme ich wieder. Weil wisst ihr was, während ich das auftrage, muss ich sagen, mir gefällt es außerordentlich gut, dass die Bürste ja wie so ein U geformt ist. Sprich, es umarmt und umhüllt die Wimpern einfach richtig gut mit Produkt. Ja, also das ist wirklich ein ziemlich schlaues Bürstchen, aber ich würde mir echt wünschen, dass sie kleiner ist. Also, boah, die ist mir echt zu groß. Wie sehr ich das hasse, Leute. Oh mein Gott. Okay, das ist eine Schicht, Leute. Und das sieht aus wie, keine Ahnung, zwei Schichten. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ich finde, meine Wimpern sind mega verdichtet, voluminös, richtig schön, tiefschwarz. Ich trage jetzt noch mal eine zweite Schicht auf. Oh wow, okay, die ist schön angetrocknet, die erste Schicht. Boah, okay, das ist geil. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich die erste Schicht abnehme, weil sie so trocken ist, aber ganz im Gegenteil, die zweite haftet einfach umso besser auf ihr. Aber, oh, es ist mir schon ein bisschen zu messy, also. Dieses Bürstchen ist zu groß, aber Leute, oh Gott, für diesen Effekt würde ich das tatsächlich, glaube ich, doch in Kauf nehmen. Oh Leute, meine Nachbarin hat mir gerade ein kleines Weihnachtsgeschenk gebracht. Oh, wie süß. Danke, 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 danke. Okay, wir machen weiter mit dem eigentlichen Thema. Ich kratze mir das Ganze hier mal mit einem Q-Tip gerade ab. Oh wow, Leute, schaut euch das mal an. Mit einem trockenen Q-Tip kriegt ihr das so gut ab. Seht ihr das? Zack. Wow, oh mein Gott. Leute, seht ihr das? Zack. Die ist einfach sofort weg, ohne dass man sich die Foundation oder bei anderen Leuten den Concealer unter den Augen wegnimmt. Krass, als wäre das Ganze nie passiert. Okay, als nächstes machen wir weiter mit Augenbrauen und da verwende ich eins meiner Lieblings-Augenbrauenprodukte und zwar dem Lavera Naturkosmetik Eyebrow Powder Duo. Nehme ich hierfür wieder einen Augenbrauenpinsel von mir selbst, weil den da drin mag ich nicht so gerne und gehe hauptsächlich in den dunkleren Ton, aber zum Schluss auch noch so ein ganz, ganz kleines bisschen in den helleren. Ich mische das immer, klopfe es mir dann aber schön ab und ja, fülle mir ganz schnell mal die Augenbrauen auf. So, Augenbrauen sind dran. Ich habe es jetzt nicht perfekt gemacht. Ich bin ein bisschen außer Übung und habe gerade keine Geduld. Ehrlich gesagt, ich will unbedingt weitermachen mit dem Lipgloss. Aber ja, das ist einmal der fertige Augenlook vom Nahen. Leute, wie easy, wie schön ist dieser Look bitte? Ich finde die Mascara richtig gut. Also, ich bin ein absoluter Fan von ihr. Also, First Impression, absolut Top-Leistung. Aber okay, wir machen weiter mit meinen Crusty A-Lips. Da verwende ich jetzt einmal den Lavera Naturkosmetik. Warum sage ich immer noch Lavera? Weightless Water Gloss mit Hyaluronsäure und Menthol. Ah, ich bin nicht so der größte Fan von Menthol, muss ich ehrlich sagen. Im ersten Moment riecht es gar nicht nach Menthol. Ich bin mal gespannt, ob es denn irgendwie, ja, sich in den Rachen so mentholig legt. Nein, tut es nicht. Ich kriege auch nichts vom Menthol mit, muss ich sagen. Also weder Geschmack noch irgendwie, keine Ahnung, Geruch. Also, nee. Ah, doch, jetzt, jetzt. Oh, okay. Ja, okay, ist schon sehr mentholig, doch, ist schon sehr frisch. Aber finde ich gar nicht so übel. Ja, ist in Ordnung. Warte, ich hätte mir vielleicht die Foundation erstmal abnehmen sollen von den Lippen. Der Applikator gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ah, ich darf nicht reden beim Lipgloss auftragen. Boah, okay. Ja. Ja, okay, ist ein bisschen sehr minzig. Ist interessant, aber ich glaube, wenn man so morgens um 6 Uhr Lipgloss aufträgt, hat man jetzt nicht so Bock auf diesen
Kaugummi-Geschmack. Aber ich glaube, wenn man jemanden küsst, dann denkt er auf jeden Fall, oh, die hat frisch Zähne geputzt. Wow. Oh Leute, das kribbelt. Jetzt kribbelt es auf einmal. Oh mein Gott. Dieser Lipgloss wird irgendwie von Sekunde zu Sekunde spannender. Okay, krass. Aber ich muss sagen, man spürt ihn wirklich gar nicht. Also, der ist wirklich weightless, also gewichtslos, also frei von Gewicht. Okay, Leute, ich mag diesen Lipgloss. Oh mein Gott, Leute, wie glossy und juicy ist der bitte? Aber das kribbelt gerade echt voll auf den Lippen. Also, ich bin mal gespannt, wie lange das anhält. So an sich. Boah, das ist schon geil. Das ist echt ein geiler Lipgloss. Ich liebe auch den Applikator. Man kann super präzise irgendwie damit arbeiten, hätte ich nicht gedacht. Ich trage mir jetzt einen der Multibalms auf die Lippen auf und diesen Lipgloss dann drüber. So, und zwar nehme ich passend zum Blush die Farbe Brownish in der Farbe, ja, in der Nummer 01. Ich habe übrigens über die Multibalms auch ein gesondertes Video gedreht, wo ich ja jeden Multibalm auf dem ganzen Gesicht getragen habe. Also auf Augen, Wangen und Lippen, denn die sind ja für alle Partien geeignet. So, und den gebe ich mir jetzt einmal auf mein, ja, nehme mir so einen kleinen Packing Brush, gehe in den Brownish Multibalm rein und trage mir das Ganze einmal auf die Lippen auf. Hoch, falsche Seite. Auf jeden Fall gebe ich mir jetzt noch mal ein kleines bisschen Lipgloss auf den Handrücken. Übrigens, ich liebe das Feeling von diesen Multibalms auf den Lippen. So angenehm. Naja, und auf jeden Fall tupfe ich mir jetzt das Lipgloss oder den Lipgloss auf meine Lippen. Mua. Wie juicy ist das bitte? Hammer. Hammer. Leute, wie hammer ist das bitte? Oh mein Gott. Okay, wow. Das sieht richtig gut aus, Leute. Ich muss mir mal kurz die Hände waschen gehen und komme dann wieder. So, Pfötchen sind gewaschen, Ohrringe sind drin. Und Leute, was sagt ihr zum Look? Meine Lippen kribbeln gerade. Aber ansonsten finde ich, der Look ist der Hammer. Also ich finde das Kribbeln jetzt auch nicht so unangenehm, ne? Nicht falsch verstehen. Aber man spürt schon, dass hier so ein bisschen Action los ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, Leute, das sieht so gut aus. Also, oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass es heute so ein schöner Look wird. Weil am Anfang des Videos wusste ich überhaupt nicht, was ich schminken soll. Aber ich finde, das Ergebnis ist jetzt echt der Hammer. Das Einzige, ihr könnt sehen, hier ist mir die Foundation ziemlich in die Stirnfalte gerutscht. Aber das passiert mir aktuell sehr oft, weil ich einfach sehr viel mimike. Und ich meine, man muss auch fairerweise sagen, ich bin mit dem losen Puder und dann nochmal mit dem gepressten Puder drüber gegangen. Also kein Wunder, dass das jetzt so trocken ist. Aber ansonsten finde ich der Wangenbereich, bis auf den Blush, der halt meine Rötungen irgendwie betont, als wirklich wie ein Blush auszusehen. Sieht sehr gut aus. Also das lose Puder, die Multibalms, das Augenbrauenpuder, die Mascara. Ich kann wirklich so viele, fast alle diese Produkte wirklich vom ganzen Herzen weiterempfehlen. Ich hoffe, dass ihr sehr viel Spaß an diesem Video hattet. Ich denke, das wird tatsächlich für dieses Jahr das letzte Video. Daher an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an alle, die mich auf meinem Weg begleitet haben, von Anfang an und ja, die mich noch nächstes Jahr weiterhin begleiten werden. Ich freue mich riesig, dass wir zumindest die 500 geschafft haben. Mehr als die Hälfte haben wir schon geschafft. Ab 1000 geht es dann so richtig los. Abonniert also auf jeden Fall diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schaut in der Infobox vorbei, da verlinke ich euch alle Produkte. Denkt daran, 20% Rabatt mit meinem Code bei CMD. Wie gesagt, das ist kein Affiliate-Code. Ich verdiene kein Geld daran. Das ist lediglich ein Geschenk. Wie gesagt, bis Silvester gültig. Also, wenn ihr ihn einlösen möchtet, dann macht es schnell. Und ja, Leute, genug gequatscht. Ich würde sagen, ja, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten und für die ganzen lieben Kommentare und Worte. Und kommentiert auf jeden Fall, wie euer Jahr war. Also wirklich, es interessiert mich wirklich sehr. Ich lese mir unglaublich gerne eure Kommentare durch, auch wenn sie richtig lang sind. Also scheut euch nicht, eure halbe Lebensgeschichte wie ich hier zu erzählen. Ich liebe den Austausch mit euch. Ich finde das echt schön. Und ja, okay, Leute, genug gequasselt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und danke, Lavera, für die Produkte für euch. Velvet, velvet.
Velvet. Velvet. Wie spricht man das aus?